Hi guys, this is a Grape, our new model. Introduced it 2 months ago. Hi Leute, das ist unser neues Modell bei Grape, das wir vor 2 Monaten vorgestellt haben. Wir designen, entwickeln und produzieren das gesamte System bei uns im Haus. Das System besteht aus Motor, Batterie, dem SIM Central Intelligence Module, dem Gehirn des Bikes mit eingebetteter eSIM und der Kontrolleinheit CBC. Wir haben eine App entwickelt, die viele Features ermöglicht, die entwickeln wir immer weiter. Der Motor ist sehr leise und kraftvoll und wurde genau an unser System angepasst. Die Batterie hat 700 Wattstunden und ein cooles Design. Es ist die kleinste Batterie auf dem Markt mit der höchsten Energiedichte. Das SIM ist das Herzstück und Gehirn des Bikes. Es hat zahlreiche Sensoren und nutzt verschiedene Kommunikationskanäle. Das Rad ist permanent mit dem Internet verbunden. CBC ist die Kontrolleinheit mit Joystick und Knöpfen. Man muss die Hand zur Bedienung des Systems nicht vom Lenker nehmen. Es gibt 2 Kameras, die hintere kann man zum Beispiel auch als Spiegel nutzen. Man kann die Fahrt aufzeichnen und sogar einen Livestream realisieren. Die App kann zweifach genutzt werden. Im Remote Mode als Fernbedienung, mit der man volle Kontrolle über das Bike hat, auch wenn man nicht in der Nähe ist. Während der Fahrt werden viele Daten gesammelt und können angezeigt werden. Strecke, Fitness zum Beispiel. Man kann ein Setup aus der Ferne durchführen, kann SMS schicken oder das Bike ausschalten, wenn jemand es klauen will. Man ist ständig über das Bike informiert. Im Dashboard-Mode nutzt man Telefon und die App am Lenker. 5 Features stehen zur Verfügung. Navigation, Reichweite abhängig vom Terrain, Ride-Session mit allen Basisinfos zur Fahrt, Fitness-Session inklusive Pulsüberwachung und Anpassung der Unterstützung an die optimale Trainingsherzfrequenz. Das alles unterstützt während der Fahrt, während man jede Menge Spaß hat. Die Kamera ist eines unserer besten Features. Sie kann man während der Fahrt wirklich nutzen, denn es ist ja wirklich schwer, auf sein Smartphone zu schauen, wenn man in so einer schönen Gegend wie hier am Kronplatz unterwegs ist. On the mobile when you're riding on such a nice places that we have right here on the Kronplatz.